Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von der Neverhood. Ja, da ging es im letzten Teil ja ziemlich aufregend zu. Wir haben unseren Freund Willi gesehen und der ist jetzt in diesem Roboter drin und der ist irgendwie abgestürzt. Man weiß da nicht, was genau passiert ist. Alles sehr, ja, sehr ereignisreich. Naja, und wir sind jetzt hier in diesem Gebäude drin. Das heißt, ja, also ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ist Willi noch aus dem Roboter rausgekommen oder nicht, oder naja, jedenfalls sind wir jetzt hier drin in so einem merkwürdigen lilanen Gebäude und sehen uns da erstmal um. Das könnte man gut gebrauchen, aber Clayman scheint nicht der Ansicht zu sein, dass er so hoch springen kann. Moment, ich habe da noch irgendwas am Boden gesehen. Das heben wir mal auf. Das scheint irgendwie eine Art Nadel oder Stachel zu sein. Auf jeden Fall ist es etwas, naja, mal sehen, ob man es später noch gebrauchen kann. So, was ist hier? Nichts weiter. Was ist hier? Oh! Da ist unsere Maus und unser Käse, den wir aufgesaugt haben. Die sind jetzt hier. Und da ist eine Tür. Und Clayman hat sogar einen passenden Schlüssel. Aber trotzdem öffnet sich die Tür nicht. Tja. Was könnte das wohl sein? Ein weiteres Rätsel vielleicht? Was kann man eigentlich mit diesem Ding hier anfangen? Vielleicht mal dran kurbeln? Vielleicht jetzt mal dran kurbeln. Na? Ah. Hier sehen wir irgendwelche Symbole. 6, 8, 10, denke ich, heißt das. Naja, lass mal losclaimen. Ich glaube, wir müssen verschiedene Schlüssel finden, die eine bestimmte Form haben und die dann in die entsprechenden passenden Felder stecken, damit sich die Tür öffnet. Aber zunächst müssen wir uns noch etwas weiter umsehen. Hier ist der Balkon. Da können wir im Moment noch nichts machen. Ja, hier können wir auch nicht so recht was machen. Was ist eigentlich hier? Oh! Ah, das ist ein Aufzug. Und hier ist auch wieder eines dieser schönen Zeitreisemaschinen-Dinger da. Aber wir schauen erstmal aus dem Fenster, erstmal einen Überblick über die Lage. Ein Luftballon. Haben wir nicht eine Nadel oder sowas, damit wir... Bang! Ja, der findet sich sicher irgendwo unten noch.
Aber erstmal schauen, ob wir eigentlich alle Videokassetten haben. Ich hoffe es doch mal sehr. Und dafür ist ja das Zeitreise-Dings da gedacht, dass man sich nochmal umschauen kann, ob man vielleicht alle findet. Ne? Wie sieht's aus? Nicht so gut. Aber hier ist noch eine. Und ich glaube, ich habe auch noch woanders eine vergessen. Da geht nichts mehr. Nämlich hier. Unten. Na, steh auf und hol dir die Kassette. Aber jetzt müssen wir uns daran machen. Vielleicht finden wir ja... Das Lilane blinkt jetzt, wie man sieht. Vielleicht finden wir ja in diesem Bereich dann noch eine weitere Videokassette. Jetzt müssten uns noch zwei fehlen. Dann gehen wir mal kurz wieder in den Aufzug und schauen uns noch hier mal ein bisschen um. Dass wir auch ja keine verpassen. Bei der Gelegenheit holen wir uns gleich mal den Schlüssel, denn ich denke, ja, ich habe richtig gedacht, er ist auf den Balkon gefallen. Wunderbar. Naja, wir müssen ja noch dieses Rätsel lösen. Dazu gehe ich dann auch wieder in diese Beammaschine, was ich euch gezeigt habe. Mit diesem komischen Beeps- und Kecker-Zeug da öffnet sich auch noch ein Raum, soweit ich mich erinnere. Und ja, dann bis gleich, würde ich mal sagen. So, da wären wir auch wieder vor diesem komischen Gerät, wo man diese komischen Zeichen eingeben muss. Und da schauen wir mal, wie wir uns da so schlagen. Oh, was kommt jetzt an zweiter Stelle? Ja, wahrscheinlich schon vorbei. Naja, auf jeden Fall müsste das jetzt so richtig sein. Also dieses komische Keckern, das ist ein Zeichen, das man zwar schon mal gesehen hat vorher, aber das hier jetzt eben keine Rolle spielt. Also das ist, glaube ich, ganz am Schluss oder ja. Ja, ich denke, ich nehme das jetzt einfach mal so auf. Das hält sich ja noch im Rahmen. Ja. Und...
hoffe mal, dass das das richtige Ergebnis ist, sonst war die Langeweile allerseits etwas umsonst. Aber ich hoffe mal das Beste. Weil man kann sich nicht einfach nur die Reihenfolge merken, man muss sich ja irgendwie das Prinzip merken, wonach das... Ja, war das jetzt richtig? Moment? Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Aber es soll ein Gong ertönen, wenn es richtig ist. Das ist schon mal gut. Und es ist falsch. Oder nee, vielleicht hätten wir einfach bei diesem Zeichen da dann drücken sollen. Oder ich vielmehr. Mal sehen, das probiere ich jetzt nochmal aus. Also das, was drüben bei der Kanone gerade nicht... Ja, und es ist richtig. Und da wollten wir schon mal hin. Da ist die Videokassette. Also eine. Und das war es dann auch schon. Ja, das ist ein sehr schönes Ergebnis. Uns fehlen aber zwei. Und ich denke, da werde ich mich nach der fehlenden noch auf die Suche machen. Und wir sehen uns dann da vor dem letzten Videoabspielrekorder wieder. Und ich verabschiede mich. Tschüss.